Das dürfte der letzte Minotaure sein hier. Haha. Ups, da habe ich Geschoss gedrückt. Boah, 58 Schaden, 58 ganze Schaden. Hohoho. Ho, ho. Mann, bei diesen gewaltigen Zahlen, ey. Mich wundert, dass die noch auf dem Monitor angezeigt werden. Nicht angehen, nicht angehen. Nee, 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 nein, 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 nein. Du gehst dahin. Du machst das für mich. Du tust es. Tu es. Tu es. Danach holst du aber Bier. Okay? Dankeschön. Da stimmt, da war der Mann hier. Ich wollte gerade sagen, hä, warum ist das Tor noch offen? Zu, Entschuldigung. Wo waren denn noch weitere? Da war noch einer. Kommen wir da jetzt schon hin? Wo kommen wir denn da hin? Na, gucken wir dann mal. Machen wir das eine Ding noch auf. Das dürfte jetzt eigentlich das letzte gewesen sein. Aber komischerweise, irgendwie seltsam, dass ich jetzt keine Ahnung habe. Alles klar. Nee, du geh zu dem, was näher dran ist. Rausche. Die Rune hoch? Da ist wird sofort ausgeführt. Da kommst du aber hin, oder? Das muss so sein. Ja, sie kommt hin. Alles klar. Sonst hätte ich wieder auf K alles gedrückt. Klar. Und ihr alle wisst, was K bedeutet. Das ist der Kaffeeknopf. Jetzt sind wir eigentlich durch. Jetzt können wir die Schatzkammer öffnen. Aber hier haben wir jetzt nicht diesen Stab gefunden. Den müssen wir in der Schatzkammer finden, oder? Es ist schon so gedacht, dass wir dann für diese Quest mit Xalabar wirklich in die Schatzkammer gehen, oder? Auch wenn sie optional ist. Wir hätten ihn ja auch gleich umnieten können. Aber nein, wir wollen doch hier entlang. Und das mache ich am liebsten per Seelenfels. Wo sind wir denn? Gehen wir da hoch. Porten uns dorthin. Und dann dürften alle Köpfe leuchten. Leucht, die leucht, die leucht. Ja, bis die Frau da ist, dauert es halt ein bisschen. Die muss halt auf dem Weg noch beim Keller vorbei in den Bierkasten hochtragen. Oh Mann, sind wir gemein. Oh Mann, sind wir realistisch. Das geht langsam auf die Nerven. Aber ansonsten, 4 Stück dürften leuchten. Ja, Ump ist jetzt auch bei seinem Ziel angekommen. Jo. Ump, hör auf, die Statue anzupöbeln. Die kann doch auch nichts dafür, dass sie dich anschaut. Mensch, Technik, die begeistert. Die Tür geht auf. Würde die jetzt wieder zugehen, wenn wir einen Helden entfernen? Oder bleibt die jetzt offen? Das wäre ja lustig. Nee, ich glaube, die bleibt offen. Ich glaube, die bleibt offen. Ich meine, stellt euch mal vor, das wäre aber auch eine lustige Vorstellung. Mein Held geht rein. Mein Held geht rein. Irgendwo taucht hier dann doch noch, irgendwo ist hier noch ein Gegner, der einen von meinen Helden umlegt und der macht das Heldenmonument noch kaputt. Dann stehe ich ziemlich blöd da. Die Tür wieder zu und ich gucke einfach blöd daher. Ja, Schwarze Küste, das wäre doch eine gute Idee, oder? Steinköpfe? Aber jetzt würde es mich echt mal interessieren, jetzt bin ich durch. Wenn jetzt ein Held weggeht, geht es dem wieder zu? Ich glaube es nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Gut. Klammerig, ich hoffe, du enttäuscht mich nicht. Wenn es jetzt wegen dir ausgeht und ich werde eingesperrt, dann weißt du, was das heißt. Das Ding bleibt aber offen, alles klar. Wunderbar, aber ich habe nur einmal so einen Hinweis gelesen. Aber was bringt der mir jetzt? Ich meine, hallo? Seltsames Wort. Parthenia. Nee. Nee. Wir müssen das in einer gewissen Reihenfolge machen. Deswegen suche ich mal nach dem Wort Erbitia. Ich glaube, damit machen wir nicht sehr viel falsch, aber ich speichere davor auf jeden Fall nochmal. Oder Erbitia war das erste, oder? Erbitia. Na schön. Und ansonsten hatten wir halt noch Veni, Susp und Mania.
Romania. Das war doch stellenweise verwittert. Das könnte sein, dass das vielleicht die Nummer 4 mit Mania ist. Aber ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, bevor ich die erste Truhe öffne, speichere ich mal. Aber ich notiere mir auf jeden Fall mal die Truhenpositionen und den Namen dazu. Dann kann ich mir bestimmt was dazu reimen. Reimen ist toll. Ich mag Reimen. Fast so toll wie Züge. Reime. Und die eine in der Mitte. Und da zwei. Okay. Dann haben wir hier Romania. Jetzt habe ich das erste leider nicht notiert, aber wir werden eh nochmal durchgehen. Pantagrua. Ein Panther. Gefährlichste Raubkatze. Vielleicht sind ja, wenn man dann die erste Truhe gefunden hat, die ersten vier vielleicht nochmal Hinweise drin, wie man die anderen Truhen öffnet. Malpertua. Genau. Das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich frühs aufstehe. Malpertua, ich habe Hunger. Sylvania. Hatten wir das nicht? Hatten wir nicht Sylvania? Nö, wir hatten Mania. Aber nicht Vania. Aber wir hatten Vani. Könnte da etwa ein Zusammenhang bestehen? Wäre dies möglich? Möglich. Wenn wir nichts anderes mit Vani finden, wird es wahrscheinlich so sein. Ich nehme es einfach mal an. Was haben wir hier? Fredonia. Wie die Steinköpfe sagen würden, Fredonia. Parthenia. Da waren bestimmt die Parther am Werk. Nein, nicht Fart. Ich habe das P so geschrieben, dass es aussieht wie ein F. Jetzt habe ich hier Parthenia stehen. Das ist gut. Das wird gefällt mir besser als Parthenia. Ach ja. Suspiria. Das ist mir sehr suspekt. Hatten wir es nicht? Ja, wir hatten Susp dabei. Dann wird das wahrscheinlich die Nummer 3 sein. Nehme ich mal an. Kiste nicht anfassen. Nichts anfassen. Junge. Bist du wahnsinnig? Obscura. Obscura. So. Nächste Kiste. Phänomena. Mann, ist das toll. Das ist so spannend. Die Uhrwerkhallen sind so klasse. Carpathia. Könnt ihr gleich einen Carport nach diesem Namen zu benennen? So toll, wie ich ihn finde. Was ist denn die oberste in der Mitte? In der Mitte liegt die dritte Tüte. Komm, zeig mal. Fünfmal das Feuer aus Holz gehüllt, was? Ach, lass mich in Ruhe, blöde Kiste. Gut, jetzt möchte ich doch mal wissen, was das war, was? Im Deckel der Kiste ist ein Schlitz, daneben wurde fünfmal das Symbol des Feuers und in das... Ah, 5 Feuermünzen brauchen wir dafür. Anscheinend dürfen wir die noch gar nicht reinwerfen, weil wir haben doch eigentlich Feuermünzen, oder? Vielleicht erst als letzte Kiste, das ist wahrscheinlich die letzte Kiste. Ach nee, wir haben einfach keine Feuermünzen, ja, wenn das so ist. Lemuria. Mein Zettel füllt sich. Jetzt haben wir nur noch eins übrig, wenn ich mein Zettel richtig deute. Das ist das hier. Zerbitia. Mensch, das hat bestimmt was mit den Zerbiten zu tun. Ja, ich glaube, ich sollte Archäologe werden. Zerbitia. Okay. Das ist echt so für Archäologen ein Traum. Okay, wir hatten als allererstes Erbitia.
Da kommt doch Zerbitia am nächsten, oder? Ich würde mal sagen, das dürfte unsere 1 sein. Ich probiere es mal. Ich speichere es mal. Ich speichere es mal unter den Namen. Ja. Keine Ahnung. Truhen. Ich habe gerade versucht, mir was Lustiges einfallen zu lassen, aber außer Schweinereien ging mir da gerade nichts durch den Kopf. Es tut mir leid. Das wollte ich jetzt doch nicht machen. Zerbitia, den Schlüssel umdrehen. Klick. Die Kiste kann jetzt geöffnet werden. Ist das jetzt ein gutes Zeichen? Keine Ahnung. Feuermünze? Die Kriegerin Inke. Okay, ja gut, die mache ich dann später. Bevor ich jetzt irgendwie was ausrüste und dann doch laden muss. Vani ist das zweite. Was haben wir denn? Bei Silvania haben wir Vani dabei. Ja. Machen wir mal die Silvania-Truhe. Ansonsten lese ich ja nirgendwo Vani. Halt die Schnauze. Silvania, den Schlüssel umdrehen. Feuermünze, Stab des Himmels. Die Tatsache, dass das hier aufgeht, gibt mir irgendwie so die Hoffnung, dass es funktioniert. Aber nachdem wir die ersten 4 haben, weiß ich halt nicht, wie es weitergeht. Das ist so ein Problem. Oder waren hier wirklich irgendwo noch ein... Von den 11 Dingern waren insgesamt 4 leserlich. Wie viele haben wir denn überhaupt? 1, 2? Wir haben 13 Truhen. Und davon waren 11 Symbole drauf. Heißt, das soll heißen... Die hier oben hat kein Rätsel. Das heißt, wir haben 12 andere Truhen. Das heißt, eine sollte wahrscheinlich unangetastet bleiben. Okay, machen wir mal weiter. Drittes war Susp. Wo haben wir denn Susp? Suspiria, unten rechts. Sobald wir unsere 4 haben... Schlüssel umdrehen. Klick. Ich nehme an, dass Klick gut ist. Ich nehme an, dass Klick eine tolle Sache ist, wenn die Truhe aufgeht. Hörmünze, Schädelmünze, Lichtstahlplatte. Mania. Mania, 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 Mania. Ich weiß doch, dass ich irgendwo Mania gelesen habe. Warum? Ah, Romania. Da ist es. Romania. Oh. Ja, wie geht's danach weiter? Das ist halt das Problem. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo ein Hinweis? Nö. Ja. Jetzt haben wir so ein Problemchen. Rune 2 speichern wir mal. Wenn wir jetzt irgendwas aufmachen. Das ist mir schon fast zu leicht. Ich mache jetzt einfach mal irgendwas auf, aber vielleicht sind es nur die ersten 4, die wir beachten müssen von der Reihenfolge. Und jetzt können wir alles aufmachen. Kann es das sein? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Vielleicht haben wir auch irgendwo was in den Gärten übersehen. Truhen verschwinden. Nee, das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Schlecht.